Ja, perfekt. So. Ja, und das war's. Ich freue mich, dass wir heute die Sabine da haben von Styria Vitalis. Das war ja ein Thema, was ihr euch gewünscht habt. Und es ist 9 Uhr. Das heißt, ich übergebe das Wort an die Sabine. Und danke, Sabine, dass du heute diese Stunde mit uns verbringst. Ja, also herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, dass ich mit euch dieses spannende Thema einfach besprechen darf. Ganz kurz nur, ich lasse mein Bild eingeblendet, weil ich mich vorstelle und switch dann erst zu Presi, weil dann habt ihr ein bisschen mein Gesicht auch. Ich komme von Styria Vitalis und Styria Vitalis kennt vielleicht noch nicht jeder von euch. Deshalb ganz kurz zwei Worte zu Styria Vitalis. Wir sind in der gesamten Steiermark unterwegs. Wir sind jetzt als Non-Profit-Organisation unterwegs, aber sind eigentlich gar nicht so klein. Wir haben 72 Mitarbeiter und es gibt uns seit 1972. Das heißt, wir haben schon ein bisschen eine Geschichte hinter uns und sind eigentlich im gesamten Feld der Gesundheitsförderung und Prävention unterwegs. Einerseits natürlich gesundes Essen und Trinken, aber auch Zahngesundheit, Bewegung natürlich ganz stark, psychosoziale Gesundheit und was immer stärker auch Part wird, ist einfach Förderung von Gemeinschaft und sozialem Zusammenhalt. Und zu mir noch zwei Worte. Ich bin jetzt schon 10 Jahre bei Styria Vitalis mit dabei. Und ja, da natürlich hauptsächlich, wenn es ums Thema Essen und Trinken geht. Und habe da zwei große Standbeine. Einerseits den grünen Teller, wo ich hoffe, dass ihr vielleicht schon davon gehört habt. Das ist diese Marke, die ich vertrete, wo es um gesundes Essen in Gemeinschaftsküchen geht, wo ich schon 61 ganz tolle Betriebe mit dabei habe. Ungefähr 320 Köche. Und die kochen unglaubliche 18.000 Portionen täglich aus. Und da war ich ganz stolz, dass die eben auch in der Corona-Krise unser Standbein irgendwie waren. Die haben wirklich in Krankenhäusern, in Schulen, in Behinderteneinrichtungen, in Seniorenheimen und, haben die kräftig weitergekocht. Das ist so mein eines Bein. Und das zweite ist eben ganz stark im Kindergarten und Schulbereich. Und da eben die Energy Drinks kommen auch da schon immer wieder auch zur Sprache und sind dort Thema. Ja, und deshalb freue ich mich, dass wir heute dieses Thema diskutieren. Ich mache einen ganz einen kleinen Input, so ungefähr 20, 25 Minuten. Und dann wahrscheinlich gibt es viele Fragen und hoffentlich auch eine heiße Diskussion. Und ich darf jetzt gleich meine Präsi switchen und teile mal mit euch meinen Bildschirm, damit wir nicht nur mein Gesicht haben, sondern auch ein paar Bilder dazu. So. Die Energy Drinks, wenn ihr mich fragt, was ich darunter verstehe, dann kommen bei mir eher solche Bilder in den Kopf. Also Energiegetränke, wo man wirklich davon etwas hat, wo der Körper auch wirklich Energie schöpfen kann. Aber ich glaube, ihr habt eine Zielgruppe, wo ganz eindeutig dieses Bild aufscheint. Das ist ein Schnappschuss von meiner Kollegin aus dem Supermarkt. Und da stechen einem schon ganz viele Sachen einfach ja, ins Gesicht. Und zwar einerseits, dass es nicht nur sehr bunt und schrill ist, was da auf dem Markt ist, sondern dass es eine unglaubliche Produktvielfalt einfach auch schon gibt. Und der zweite Faktor, der mir so ein bisschen ins Auge gestochen ist und der mich ein bisschen auch ja, durchaus schockiert, dass die 250 Milliliter Getränkedose eigentlich kaum noch vertreten ist. Wenn man da nach unten schaut, sind eigentlich die Standarddosen alle schon 500 Milliliter und größer. Oder sogar, wenn man ganz nach unten schaut, in den rechten Teil des Bildes, sieht man sogar, dass die Energy Drinks sogar in Liter, 1,5 Liter und wirklich in Riesengebinden schon angeboten werden. Und das ist etwas, was ja, mich aus ernährungswissenschaftlicher Sicht noch einmal ein Stück weit, ja, wirklich bisschen das Herz sogar schwer macht. Ganz generell zu den Energy Drinks muss man ja sagen, sie sind ein bisschen eine Erscheinung unserer heutigen Gesellschaft einfach, weil da wird ja sehr stark ja, darauf fokussiert, dass die Menschen Leistung bringen. Es wird ihnen sehr viel abverlangt. Es wird auch von der Werbeseite her sehr viel dazu beigetragen, dass man das Gefühl hat, man muss ständig leistungsfähig sein. Man hat keine Zeit oder darf sich auch gar keine Zeit nehmen, um müde zu sein, um auszurasten. Und da scheint irgendwie der Griff zur Dose, die uns dann wirklich wieder nach vorn bringt und wieder Energie bringt, irgendwie bei vielen das Mittel der Wahl zu sein. Was auch noch sehr stark auffällt, glaube ich, wenn man das Bild anschaut, ist knallbunt, quietschfidel und ja, ich glaube, es ist sehr eindeutig, was da die Zielgruppe ist. Also Jugendliche, junge Erwachsene.
Und sie punkten halt auch mit sehr stark Begriffen, die einfach auf Leistung und auf Stärke zielen. Einerseits der rote Bulle oder der Shark, das Monster, verleiht Flügel, weckt das Monster in dir und so weiter. Das heißt, ja, aus eurer Sicht haben wir da, glaube ich, einiges zu diskutieren hinten nach, weil die Werbung eben da sehr stark einfach reingreift. Ich starte jetzt aber mal mit dem objektiven Beurteilen der Energy Drinks und möchte einfach schauen, was ist drinnen, was versteht der Hersteller auch darunter. Das ist sehr eindeutig geregelt in Österreich, im österreichischen Lebensmittelbuch. Weiß nicht, ob Sie das schon kennt. Wenn nicht, dann lohnt sich da auf alle Fälle mal ein Blick unter www.lebensmittelbuch.at. Das sind für alle Produkte oder auch Lebensmittelgruppen, die auf den Markt kommen, ist da definiert worden von Gesetzesseite, was man darunter versteht. Egal, ob das die Extrawurst oder das Wiener Würstel ist oder das Wiener Schnitzel oder eben die Energy Drinks. Da wird einmal festgehalten, was verstehen wir in Österreich darunter. Was darf es sein, was darf es nicht sein. Die Energy Drinks findet man da im Kodex Kapitel B26 unter den Erfrischungsgetränken. Und das ist sehr grob gefasst, da was man darunter versteht. Es sind einfach alkoholfreie Erfrischungsgetränke, die mindestens 150 Milligramm pro Liter Koffein drinnen haben. Und als Nebensatz, es dürfen auch noch ganz viele andere Zusatzstoffe oder andere Zutaten mit drinnen sein. Und die werden eben auch genau geregelt. Jetzt habe ich dann im unteren Punkt, diese Zusätze sind meistens Vitamine, Mineralstoffe, Taurin oder andere Aminosäuren, Glucuronolacton oder Inosit. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt ein bisschen noch näher an. Also wir schauen noch ein bisschen mehr, was steckt drinnen. Die Energy Drinks tarnen sich ja so ein bisschen als limonadenartige Getränke. Wenn man genauer hinschaut, kann man sagen, es ist eigentlich Wasser und Zucker drinnen, unterm Strich. Und die Inhaltsstoffe lehnen sich alle so ein bisschen an den Platzhirschen an, also an das Red Bull, der einfach der erste auf dem Markt war. Und haben eigentlich auch in der Regel die ziemlich selben Inhaltsstoffe drinnen. Also Wasser, Zucker in verschiedenen Formen, also meistens Saccharose und Glucose. Dann haben wir immer auch ein Säuerungsmittel drinnen, einfach aus dem Grund, wenn man so viel Zucker hineinpackt in eine Dose, dann braucht man als Gegenspieler was Saures, sonst kann man das unmöglich trinken. Und dann haben wir noch eine ganze Schnorse von Inhaltsstoffen, die vermeintlich gesundheitlich einfach wirken, leistungssteigernd wirken. Und das sind eben Taurin, Koffein, verschiedene Vitamine und natürlich, weil es Jugendliche anspricht, verschiedene Aroma- und Farbstoffe, die drin sind. Ja, da haben wir noch einmal Inhaltsstoffe aufgeführt, wobei ich die ersten drei schwarz gemacht habe, einfach aus dem Grund, die sind mengenmäßig am häufigsten drinnen und die anderen Inhaltsstoffe, die sind je nach Hersteller einmal mehr, einmal weniger enthalten. Ich würde sagen, wir springen dann gleich zum Zucker. Der ist auch eines der Hauptthemen, warum wir als Ernährungswissenschaftler oder insgesamt in der Jugendarbeit die Energy Drinks nicht so gerne sehen. Die Zuckermenge in diesen Getränken, die ist unglaublich. Also wir haben da je nach Hersteller zwischen 25 und 35 Gramm in einer kleinen Dose drinnen. Das klingt jetzt vielleicht noch gar nicht so viel, aber wenn wir uns vorstellen, dass wir ungefähr 60 bis 80 Gramm Zucker maximal aufnehmen sollten, dann sind wir damit am Energy Drink schon ungefähr bei der Hälfte der Tagesdosis. Der zweite Punkt, die 5 bis 8 Teelöffel Zucker pro Dose, das ist ein Experiment, das ich oft mit meinen Schülern in Workshops mal mache. Und zwar können Sie ausprobieren, euch ein normales Kaffeehäferl mit Wasser zu holen und dort dann nochmal 5 bis 8 Teelöffel Zucker hineinzuschaufeln. Ihr werdet dann relativ schnell sehen, dass sich der Zucker gar nicht so leicht auflöst. Also man muss meistens das Wasser sogar ein bisschen warm machen, dass man da 8 Teelöffel Zucker in einem Heferl aufgelöst bekommt. Und dann würde ich vorschlagen, für die Mutigen, nehmt einmal einen kleinen Schluck. Das schmeckt wirklich grauslich. Das ist schon so süß, dass man das unmöglich trinken kann. Und genau deshalb haben wir meistens in den Energy Drinks einerseits die Kohlensäure drinnen, die nimmt schon ein bisschen vom Zuckergeschmack und auf der anderen Seite dann auch noch Säuerungsmittel, also Zitronensäure und andere Geschichten, dass sich das einfach wieder ausgleicht. Was bei Energy Drinks unbedingt zu machen ist, ist der Blick aufs Etikett. Den machen wir jetzt dann gemeinsam auch gleich. Und als zweites die SipCan-Getränkeliste. Auf die gehe ich auch gleich noch ein.
Ich habe da wieder mal den Platzhirschen herausgefischt. Bitte nicht böse sein, wir könnten da auch jeden anderen Energy Drink nehmen. Ich habe einfach den Platzhirschen genommen, weil der am längsten quasi auf dem Markt ist und, glaube ich, bei jedem bekannt ist. Und ich glaube auch schon, die eine oder andere hat den sicher gekostet. Ja, was fällt uns auf? Ganz oben sticht mir natürlich wieder ins Auge und ein bisschen ins Herz die Werbebotschaft, auch wieder in Rot, wo eben genau die leistungssteigernde Wirkung angepriesen wird. Und wenn man dann ein Stück weiter nach unten schaut in die Nährwerttabelle, sieht man eigentlich, dass ja, es ist kein Fett drinnen, es sind keine gesättigten Fettsäuren drinnen, es sind eigentlich nur Kohlenhydrate und da wirklich nur Zucker drinnen, natürlich kein Eiweiß und in Spuren eben ein Salz. Das heißt, er lebt wirklich rein vom Zucker und Wasser, dieser Energy Drink. Und da noch einmal für euch, mit einer Dose haben wir wirklich 50% der maximal empfohlenen Tagesdosis an Zucker gedeckt. Und mein Bild, das ich oft habe, wenn ich in Einrichtungen komme oder vorbeifahre an Einrichtungen, Jugendliche oder auch schon kleinere Kinder, die dann zum Frühstück oder am Vormittag mit der Dose Red Bull quasi vor der Einrichtung stehen und dann noch ein Schokocroissant in der Hand haben, da kann man dann sagen, okay, wir haben um 10 Uhr unsere Zuckerdosis für den gesamten Tag gedeckt, weil mit einem Schokocroissant und einer Dose Red Bull oder auch einer Dose anderem Energy Drink sind wir da absolut vorne dabei. Was aber das ja, Schlechte eigentlich daran ist, alle diese Inhaltsstoffe, die wir brauchen würden, wie Vitamine, Mineralstoffe, wertvolles Eiweiß, Kalzium, also alles das für Wachstum, Gehirnentwicklung und dass wir uns wirklich stark fühlen und auch stark sind, ist nicht dabei. Ja, und das hoffe ich, werden wir im Anschluss ein bisschen diskutieren, wie wir das schaffen können, ein bisschen weniger vom Red Bull, wo wir uns nur vermeintlich stark fühlen, hin zu dem wirklich guten Frühstück oder der guten Jause, wo wir dann wirklich stark sind, wie uns das gelingen kann. Weil ich glaube, da braucht es viele Ansätze, viel am gemeinsamen Strang einfach ziehen, dass wir da in die richtige Richtung rudern von allen Beteiligten. Ich habe euch schon angepriesen, die SipCan-Getränkeliste. Ich weiß nicht, wer von euch SipCan kennt. SipCan ist auch ein Non-Profit-Unternehmen, ein österreichisches, das sich ganz der Zuckerreduktion verschrieben hat. Sie arbeiten ganz stark mit Partnern aus der Industrie, aber auch eben mit wissenschaftlichen Partnern und geben jetzt schon seit einigen Jahren eine Getränkeliste heraus. Die ist immer ziemlich aktuell, bildet fast den gesamten österreichischen Markt ab und die schauen sich alle Getränke an und geben da einfach Zuckerlisten heraus, Zuckerwerte. Kann man online anschauen. Ich habe da mal die Checkliste für die Energy Drinks oder einen Teil davon herausgeholt. Und man sieht da schon sehr schön, dass man eigentlich, ich habe da von M bis R, also die Liste ist, ja, wenn man von A bis Z sich anschaut, natürlich zigfaches länger. Ja, sie punkten alle mit Rot. Das heißt, sie sind durchgängig als Rot, nicht empfehlenswert eingestuft. Einfach aus dem Grund, weil sie entweder zu viel Zucker drin haben oder viele Hersteller auch schon kombinieren Zucker und Süßstoffe. Ja, und manche halt rein Süßstoffe auch anbieten. Aber sowohl das eine als auch das andere ist aus ernährungswissenschaftlicher Seite nicht empfehlenswert. Und wenn ihr mal kurz einen Überblick haben wollt, was gibt es denn da überhaupt auf dem Markt oder wie schaut es denn da überhaupt aus? Diese Listen sind absolut empfehlenswert. Sie sind von März 2020. Sie haben 500 Getränke drinnen gelistet, die auf dem österreichischen Markt verfügbar sind und 1000 Milchprodukte. Und die versuchen eben Schritt für Schritt mit der Industrie gemeinsam eine Zuckersenkung in Getränken zu bewirken. Es hat sich schon einiges getan, seitdem sie aktiv sind. Aber wie man sehen kann, mit Rot, 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 es darf sich ruhig noch mehr tun. Gut, ich würde sagen, wir schauen weiter zum nächsten Bestandteil von Energy Drinks, zum Koffein. Red Bull punktet ja mit einem mittleren Koffeingehalt, sage ich jetzt einmal. Da haben wir 80 Milligramm Koffein pro Dose ungefähr drinnen. Das entspricht ungefähr 2 Espressi oder einem halben Liter Cola. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht für uns gar nicht so viel. Auf den zweiten Blick aber schon, weil man ja bedenken muss, dass Koffein vor allem immer auf den
ja, auf die Kilogramm Körpergewicht gerechnet wird. Und Jugendliche haben da bei der gleichen Milligramm Koffeinanzahl einfach ein geringeres Körpergewicht. Deshalb wirkt das Koffein einfach noch viel, viel stärker. Ein erwachsener Mann, der vielleicht 100 Kilo wiegt, da verteilen sich die 80 Milligramm Koffein schon ganz anders. Und da wirkt es vielleicht gar nicht mehr so extrem, wie vielleicht beim Jugendlichen, der gerade einmal 45 oder 50 Kilo auf die Waage bringt. Zum Koffein allgemein. Es gibt eine leistungssteigernde Wirkung aufgrund des Koffeins. Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese Wirkung ist in Studien nachgewiesen, die im Ausdauersport stattgefunden haben. Einfach aus einem einfachen Grund, Koffein bewirkt, dass eben langfristige Energiedepots genutzt werden können. Das kommt aber wirklich nur im Ausdauersport zu tragen. Das heißt, diese leistungssteigernde Wirkung, die Koffein hat und die bewiesen ist, kommt im normalen Alltag nicht zu tragen. Zumindest nicht das, was wissenschaftlich bestätigt ist. Koffein kommt ja nicht nur im Kaffee vor, sondern auch in vielen Pflanzenarten. Guarana, Mate, Kolanuss oder auch im normalen Kakao. Da ist allerdings das natürliche Koffein enthalten und immer eingebettet mit unterschiedlichen Begleitstoffen. Das heißt, es wirkt meistens nicht so aggressiv, sage ich jetzt einmal, wie es in einer isolierten Form ist. Und da ist schon wieder ein Punkt, warum Energy Drinks jetzt nicht unbedingt ganz oben auf der gewünschten Liste stehen. In den Energy Drinks kommt es eigentlich so gut wie immer künstlich zugesetzt vor. Das heißt, ein künstlich hergestelltes Koffein wird zugesetzt. Einige Hersteller haben dann auch noch natürliche Inhaltsstoffe, also natürliche Koffeinquellen mit drinnen, wie Mate-Extrakte, Guarana-Extrakte. Und es ist noch einmal ein bisschen kritischer zu sehen, weil dann nur das zugesetzte Koffein oft angeführt wird auf der Verpackung. Und eigentlich dieses Koffein, das durch die natürlichen Quellen noch mit drinnen ist, müsste man eigentlich dazu zählen und müsste mit ausgewiesen sein, passiert aber in den wenigsten Fällen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel Koffein letztendlich wirklich in diesen Energy Drinks drinnen ist. Kommen wir zu den Wirkungen von Koffein. Es wirkt einmal in kleinen Dosen anregend auf das Zentralnervensystem. Das kennen wir vielleicht, der ein oder andere Kaffee in der Früh zum Frühstück dazu hat einen angenehmen Aufwacheffekt. Es steigert einfach die Durchblutung und dadurch die Körpertemperatur und dadurch aber diesen leichten Anregungseffekt. Und der wirkt aber auch auf die Harnausscheidung. Was jetzt in kleinen Mengen überhaupt kein Problem ist, problematisch oder kritisch wird es in hohen Dosen, also wenn man zum übermäßigen Konsum einfach kommt, weil dann die glatte Muskulatur nicht nur kontrahiert, sondern auch verkrampfen kann. Und dann kommt es relativ schnell zu Geschichten wie Zittern, Erbrechen, Unruhe und so weiter. Und dieser übermäßige Konsum ist einfach bei Jugendlichen oder auch bei Kindern relativ schnell erreicht, einfach weil sie ein geringeres Körpergewicht haben und die Koffeinmenge, die drinnen ist in Energy Drinks, einfach dazu sehr schnell ausreicht. Taurin ist eben der nächste Inhaltsstoff, der sehr oft drinnen ist in Energy Drinks. Da muss man einfach sagen, das ist ein Stoff, der wird vom Körper selbst gebildet. Es ist ein Abbauprodukt von der Aminosäure Cystein und kommt auch in vielen Lebensmitteln auf natürliche Weise vor. Das heißt, wenn wir Fleisch essen, wenn wir Fisch essen, ist Taurin enthalten und wird uns mit der Nahrung einfach aufgenommen. Taurin ist im Körper vorhanden, dient als Neurotransmitter, also ist ein ganz normaler Stoff, der im Körper wirkt. Was wissenschaftlich nicht bewiesen ist, ist, ob es einen Taurinmangel überhaupt gibt und ob diese Wirkung aufs Nervensystem überhaupt vorhanden ist, wenn man Taurin extern zuführt. Und es wird ganz oft mit der Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der besseren Konzentrationsfähigkeit geworben von Taurin. Und auch da muss man wieder sagen, diese Wirkungen sind wissenschaftlich einfach nicht belegt. Und vielleicht noch ein Punkt. Taurin gibt es zwar aus natürlichen Quellen, aber wiederum dieses Taurin, das in Energy Drinks zugesetzt wird, ist synthetisch hergestellt.
Ja, ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Keiner von uns könnte Energy Drinks trinken, wenn da nicht ein Säuerungsmittel mit drinnen wäre. Einfach aufgrund dessen, weil der Zuckergehalt so hoch ist, dass das so süß schmeckt für uns, dass man das eigentlich schon wieder negativ bewertet. Wenn es zu süß wird, dann ist es so, dass es dann schon wieder einen Beigeschmack hat, dass es bitter wird, es zieht uns im Mund alles zusammen. Deshalb probiert es wirklich einmal selbst aus. Eine Tasse Wasser mit 8 Löffeln Zucker zu mischen und da einen Schluck zu kosten. Da weiß man dann, dass die Zitronensäure unbedingt notwendig ist und auch die Kohlensäure, die drinnen ist, weil das führt dazu, dass der Zucker, der drinnen ist, ein bisschen überspielt wird und gar nicht so stark als süß wahrgenommen wird. Und auch das Glucuronolacton, das oft mit drinnen ist in Energy Drinks, dient oft als Säureregulator und wirkt eben in diese Schiene. Und auch zum Glucuronolacton muss man sagen, auch diese Wirkung ist wissenschaftlich nicht eindeutig abgesichert, dass es gesundheitsfördernde Wirkungen hat. Eine Sicht der Gesundheitsförderung auf die Energy Drinks und warum wir sie jetzt nicht unbedingt so gerne haben, ist auch noch, sie haben ein wirklich, wirklich schlechtes Zusammenwirken von Zucker und Säure. Wir wissen ja alle, Karies ist in unserer Gesellschaft durchaus sehr weit verbreitet. Einfach unsere zuckerhaltige Ernährung. Aber wenn dann auch noch diese Säure, diese extreme Säure dazu kommt, dann haben wir wirklich einen Verdoppelungsfaktor dieses Zuckers quasi und dieses schlechten Wirkens auf die Zähne. Weil durch die Säure wird der Zahnschmelz wirklich aufgeweicht und dieser sehr weiche Zahnschmelz ist dann noch einmal anfälliger einfach für die Bakterien, die dann Karies verursachen. Das heißt, das schon in jungen Jahren, wo sich eigentlich der Zahnschmelz noch härtet, weil Kalzium eingelagert wird, wenn ich da dann schon große Mengen an Energy Drinks aufnehme oder die vielleicht auch noch mehrmals über den Tag verteilt aufnehme, dann habe ich da wirklich, wirklich ein großes Kariesproblem oder einfach wirklich eine sehr hohe Gefahr, dass ich da nochmal das Kariesgeschehen einfach beschleunige durch diesen Zucker- und Säureangriff auf meine Zähne. In Energy Drinks haben wir dann auch ganz oft noch eine geballte Ladung an Vitaminen mit drinnen. Das sind überwiegend natürlich die wasserlöslichen Vitamine wie Vitamin B6, B12, Niacin, Pantothensäure oder Inosit. Da ist ganz klar zu sagen, dass die B-Vitamine in unserer Ernährung, wie sie in Österreich oder in Europa einfach stattfindet, eigentlich kein Problem sind. B-Vitamine sind in einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung reichlich vorhanden und werden eigentlich auch in vielen anderen Produkten angereichert. Das heißt, in Frühstückszerealien werden B-Vitamine gern angereichert, in verschiedenen Säften werden sie angereichert, in Mehlspeisprodukten und so weiter. Also in vielen, vielen anderen Produkten werden die auch zugesetzt. Das heißt, ein Vitaminmangel bei wasserlöslichen Vitaminen ist in Österreich eigentlich kaum vorhanden. Das heißt, der Konsum von Energy Drinks führt da eigentlich eher dazu, dass die empfohlene Tageszufuhr an diesen Vitaminen überschritten wird, und zwar bei weitem überschritten wird, und dass der Körper eigentlich schauen muss, dass er dieses zu viel an Vitaminen loswerden muss. Und wie funktioniert das, dass es los wird? Die Nieren müssen extrem stark arbeiten. Die Niere muss quasi das mit dem Wasser wieder ausschwemmen und zu diesem Effekt, dass das Koffein anregend auf die Harnausscheidung wirkt, wirken auch diese zugeführten Vitamine anregend, weil ich muss sie wieder loswerden. Das heißt, unsere Niere arbeitet da wirklich auf Hochtouren, um das Ganze zu bewältigen. Und was ist letztendlich noch drinnen in den Energy Drinks? Ja, Aroma und Farbstoffe. Weil wenn das Ganze weiß wäre, wäre es längst nicht so attraktiv. Deshalb haben wir ganz oft eben einen Gelbfarbstoff drinnen, das Riboflavin oder auch den Zuckercouleur, wie wir ihn ganz klassisch aus dem Coca-Cola kennen, also diese braune Farbe, das so ein bisschen malzig schmeckt oder ein bisschen so karamellartig schmeckt. Damit einfach die Energy Drinks nicht nur vom Geschmack her attraktiv sind, sondern auch von der Farbe. So, das war jetzt schon nochmal mein kurzer Input mit der möglichst objektiven Seite, was drinnen ist in den Energy Drinks.
Jetzt möchte ich schon zu meinem Fazit kommen, beziehungsweise zu meiner zum Teil auch ernährungswissenschaftlichen Meinung, wo die Energy Drinks nicht mehr ganz so objektiv wegkommen, weil wir dann eigentlich schon gerne in die Diskussion gehen oder ich mit euch in die Diskussion gehen möchte. Fazit kann man sagen, die positiven Auswirkungen der verschiedenen Inhaltsstoffe in den Energy Drinks sind wissenschaftlich eigentlich nicht bestätigt. Zumindest nicht bestätigt im Zusammenhang mit Energy Drinks. Das heißt, diese leistungssteigernde Wirkung, die propagiert wird in der Werbung, muss man eigentlich unterm Strich sagen, die gibt es noch nicht, zumindest nicht wissenschaftlich abgesichert. Was es leider auch noch nicht gibt, sind ausreichende Belege, dass Energy Drinks, wenn sie in Maßen genossen werden und von gesunden Erwachsenen genossen werden, dass sie gesundheitliche Gefahr darstellen. Das heißt, in kleinen Mengen getrunken sind sie noch nicht gesundheitsschädlich. Aber, jetzt kommt mein großes Aber und meine kritische Meinung aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, die langfristigen Auswirkungen von Energy Drinks und ihren Inhaltsstoffen, hier vor allem der hohe Koffeinkonsum, dieser extrem hohe Zuckergehalt und Taurin zum Beispiel als Inhaltsstoff, die sind auch noch nicht wissenschaftlich belegt. Und hier muss man ganz eindeutig sagen, hier sieht man schon erste Nebenwirkungen, auch schon teilweise in Studien. Und hier wird sich wahrscheinlich noch einiges tun in nächster Zeit. Ich möchte mit euch jetzt noch kurz die Koffein-Nebenwirkungen besprechen, weil das etwas ist, was schon immer öfter kommt, in wissenschaftlichen Kreisen, aber auch in Public Health Sicht oder in der Gesundheitsförderung. Man sieht einfach, dass diese Höchstmenge von 400 Milligramm Koffein pro Tag für Erwachsene, bei Jugendlichen sind wir ungefähr bei 100 Milligramm pro Tag, dass die mit unseren derzeitigen Konsummustern durchaus schon von einigen Leuten erreicht wird und dass das Nebenwirkungen hat. Diese 100 Milligramm von Jugendlichen sind relativ schnell erreicht. Wir haben nämlich 80 Milligramm in einer durchschnittlichen Dose Energy Drink drinnen. Das heißt, mit einer Dose bin ich schon fast an dieser Grenze, dass ich schon zu den Nebenwirkungen vom Koffein komme. Einfach weil die Jugendlichen aufgrund ihres Körpergewichts gefährdeter sind. Und dann kommt es eben zu Nebenwirkungen wie Nervosität, Übelkeit, Schlaflosigkeit. Die Jugendlichen bekommen Herzrasen, Angstzustände, Reizbarkeit. Und warum die Gesundheitsförderung so dran ist an diesem Thema, die längerfristigen Auswirkungen von so einer hohen Koffeinaufnahme gehen hin von Verhaltensstörungen, Stimmungsschwankungen, Herzanfälle werden schon untersucht, Leberschäden, Nierenschädigungen, Atemprobleme. Das sind jetzt Studien, die gerade laufen über diese Langzeitwirkungen, weil einfach man sieht, dass immer früher schon Energy Drinks konsumiert werden, auch wirklich nicht in kleinen Mengen, sondern in kleinere Dosen, große Dosen, bis hin zu diesen wirklich als Durstlöscher, weil sie in 1-Liter-Gebinden gekauft werden. Und das eben von der Jugend weg. Und deshalb laufen jetzt viele Langzeitstudien und ich bin gespannt, was das sich in nächster Zeit noch tut, weil da sicher einiges noch kommen wird. Ich habe für euch nur ein Beispiel angeführt, da unten noch. Diese Wirkung von Energy Drinks, warum sie uns so aufputschen, ist einerseits das Koffein, andererseits diese extreme Zuckermenge. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie von 0 auf 100 für den Körper. Wenn ihr das mit dem Autofahren vergleicht, wenn ich mir in der Früh einen Energy Drink aufmache und einen Schluck quasi trinke, ist es so, als würde ich bei meinem Auto mit dem ersten Gang voll ins Gas steigen. Der Körper fährt voll den Blutzucker, quasi das schießt hinauf, der Körper arbeitet ihn wieder herunter und dann nehme ich schon wieder den nächsten Schluck Energy Drink. Und ich habe da wirklich einen ständigen Wechsel zwischen extrem hohem Zucker und er fällt wieder runter, der Blutzucker, dann kommt schon wieder der nächste Schuss, der ins Blut geht. Und es ist so ständig, als würde ich mit dem Auto voll ins Gas steigen, um wieder voll runter zu bremsen und wieder ins Gas steigen und wieder runter zu bremsen. Das ist ein richtiger Stresszustand für den Körper. Und das ist auf lange Sicht gesehen wirklich fordernd für den Körper. Und
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Körper nicht auf Dauer ohne Schaden nehmen einfach schafft. Diesen Wechsel zwischen extrem hoch und nicht. Gut. Dann die hohe Zuckeraufnahme ist so das Zweite, was eigentlich das Problematische an den Energy Drinks ist, weil wir ja wissen, dass Gewichtszunahme, Diabetes und eben das Kariesgeschehen durchaus schon gesundheitlich relevante Themen einfach in Österreich sind und Energy Drinks da wirklich entscheidend auch dazu beitragen, dass leider das Ganze unterstützt wird. Und jetzt mein großes und das ist auch schon mein Schlusspunkt, wo ich in die Diskussion mit euch gehen möchte. Der Konsum von Energy Drinks ist für mich auch sehr kritisch zu hinterfragen, weil sich das Marketing vor allem an die Jugendlichen richtet und auch immer wieder anspornt, dazu mehr Leistung zu bringen, an seine Grenzen zu gehen, Risikoverhalten auszutesten. Und die Botschaft dahinter aus meiner Sicht ist auch noch sehr, bedenklich, dass man irgendwie den Jugendlichen vermittelt, der Körper alleine ist nicht leistungsfähig genug. Ich brauche irgendein Produkt, um mich noch leistungsfähiger zu machen, damit ich leistungsstark bin und leistungsstark bleibe. Und das ist etwas, das ich wirklich sehr, sehr kritisch hinterfrage und das ich mich freue, jetzt mit euch dann zu diskutieren. Ein Bild noch zum Abschluss und dann habe ich es auch schon. Wo möchte man hin? Wo möchte man hin mit unserem Ganzen? Wenn die Presse mich lässt. Wir möchten hin zum maßvollen Umgang, zu unserer ausgewogenen Ernährung, wo wir sehen, dass die Energy Drinks absolut Platz haben, aber eben an der Spitze der Ernährungspyramide und selten genossen, aber nicht, wie sie heutzutage genossen werden, mit täglich und mehrmals, weil sie sind eben keine Getränke, sie sind Genussmittel und dort sollten sie hin. Gut, dann sage ich herzlichen Dank für eure Ohren, für euer vielleicht auch schon Fragen stellen im Chat. Und ich mache mich jetzt wieder, also ich blende meine Präsentation aus und freue mich vielleicht das eine oder andere Gesicht zu sehen, um eine rege Diskussion vielleicht auch noch zu haben. So, hallo und herzlich willkommen. Gibt es Fragen schon dazu zu den Energy Drinks? Sabina, ich hätte eine Frage. Und zwar zum Beispiel, ich schaue immer wieder dieses Höhle der Löwen oder was auch immer. Mhm. Ja, also diese. Und da war jetzt eine Dame, die gesagt, sie ist Energy Drinks süchtig gewesen, was weiß ich, und das ist halt so schädlich. Und jetzt hat sie einen zuckerfreien Energy Drink erfunden und der hat halt keinen Zucker drinnen. Und wie schädlich ist das dann eigentlich? Oder es gibt aber auch, was ich weiß, Red Bull zuckerfrei und was weiß ich, es gibt so diese Zero-Zucker-Dosen. Was ist mit denen? Wir sehen das einfach kritisch, weil die sind trotzdem dann extrem süß. Ich habe zwar keine Kalorien drinnen und sie sind auch nicht kariesfördernd, aber wenn ich in den jungen Jahren meinen Geschmack auf so extrem süß trainiere, dann fordert das der Körper. Dann schmeckt mir irgendwas anderes, was nicht mehr so süß ist, nicht? Und früher oder später lande ich dann wieder beim Zucker. Wenn es nicht beim gesüßten Getränk ist, dann ist es bei den Süßigkeiten oder bei dem extrem süßen Kuchen, den ich dann esse, oder bei anderen Geschichten, die extrem süß sind. Das heißt, ich muss ein bisschen es schaffen, aus dieser Zuckerfalle, sage ich jetzt einmal, herauszukommen, dass mir Sachen auch schmecken, die nicht so extrem süß sind, damit ich dann quasi als Erwachsener einfach lerne, dass ein Stück Kuchen vielleicht auch schmeckt, wenn da die Hälfte des Zuckers drinnen ist. Dann muss es nicht Schokotorte mit noch extra Schoko drüber sein oder ein Cola dazu. Dann schmeckt mir vielleicht auch, eine Roulade oder eine halb so süße Sachertorte. Und das ist das Ziel dahinter. Okay. Das heißt, diese Zero-Zucker-Energy-Drinks sind genauso süß, wenn man sie trinkt. Ich trinke sowieso nicht, deswegen frage ich. Also die sind auch süß, ist wahrscheinlich dann in der Ersatz drinnen und eigentlich auch das Gleiche.
Okay, eine Frage. Bitte, Entschuldigung. Sie sind oft kombiniert mit Zucker, weil dieser aufputschende Effekt von Energy Drinks auch am Zucker liegt, der drinnen ist. Zucker geht ja sehr schnell ins Blut und je kurzkettiger der Zucker ist, desto schneller geht's. Und wenn ich jetzt ganz auf den Zucker verzichte im Energy Drink, dann schmeckt er zwar süß, aber dieser aufputschende Effekt ist auch ein bisschen weniger stark da. Das heißt, meistens ist sogar eine Kombination. Ein bisschen weniger Zucker, dafür Süßstoff, es schmeckt geballt süß noch immer. Und ich habe den aufputschenden Effekt vom Zucker drinnen. Also sugar-free, ganz sugar-free gibt es eher selten bei den Energy Drinks. Aber es gibt es natürlich. Die Stefanie schreibt, die ist in einem Jugendzentrum und ihr, also sie würde es interessieren, wie es mit den Mate-Tee-Getränken ausschaut. Mhm. Unsere Jugendlichen ist beispielsweise Desire, also D-S-I-R-E, gerade ziemlich beliebt. Allerdings habe ich hier noch keine Angaben des Koffeingehalts gefunden. Das ist genau das, wenn das Koffein durch natürliche Quellen zugesetzt wird, müssen Sie den Koffeingehalt nicht angeben. Das heißt, sie wird auch keinen finden. Wenn das ein, die kennen leider jetzt auch nicht den Desire, da würde ich jetzt schon mal auf die SipCan-Getränkeliste gehen online und dann einfach Desire eintippen, dann sieht man sofort, wie viel Zucker ist wirklich drinnen oder ist es eh nur ein normaler Grüntee mit Spuren an Zucker. Wenn es wirklich nur der Mate-Extrakt ist, also der Grüntee-Extrakt, dann sind die Koffeinmengen überschaubar, sage ich jetzt einmal. Da kann man wirklich sagen, okay, dann soll es die halbe Liter Flasche sein, wenn der Zucker auch entsprechend ist, sage ich jetzt einmal, weil dann ist es nicht so tragend, dann ist es wie eine Tasse Kaffee, aber nicht mehr. Wenn es dann wirklich literweise ist, dann sollte man sich schon wieder anschauen, weil dann wird der Koffeingehalt auch schon wieder beim Kaffee dabei ist, also ungefähr diese 40 Milligramm pro 100 Milliliter, wäre es meine Einschätzung. Okay, also ein Kaffee hat 40, wie viel dann? Kommt immer ein bisschen auf den Röstgrad und wie lange man es ziehen lässt, weil es ist ja wasserlöslich, das Koffein, also es kommt auch auf die Brühmethode drauf an, aber ungefähr so 40 Milligramm pro 100 Milliliter hat man drinnen. Okay, danke. Die Nadine schreibt auch, also fragt, kann man überhaupt von Red Bull süchtig werden? Zucker, absolut. Also hoher Zuckergehalt, geschmacksprägend. Wir alle sind ja Gewohnheitstiere, also uns schmeckt das, was wir gewohnt sind. Und das verlangen wir auch. Das sind einfach so diese alten Überlebensmuster, würde ich jetzt sagen, auf die wir zurückgreifen. Und zwar, vielleicht hole ich mal kurz aus, der Süßgeschmack ist ja der einzige Geschmack, mit dem wir sozusagen auf die Welt kommen, der stark geprägt ist, weil die Muttermilch süß ist. Also da lernen wir sofort von Geburt an, dass wir das mögen und dass wir das brauchen zum Überleben. Und deshalb mögen wir das einfach ganz gerne. Im Zuge dessen sind alle anderen Geschmäcker erlernt und wir lehnen das einmal prinzipiell ein bisschen ab. Einfach deshalb, das war früher wichtig, wenn wir rausgegangen wären auf die Wiese und alles gegessen hätten, was wir gesehen hätten, dann hätte der Mensch nicht lange überlebt. Das heißt, dieses Ablehnen von was Neuem oder anderen Geschmäckern ist einmal ein ganz normaler Instinkt, sage ich jetzt einmal, der noch da ist. Und den muss man quasi lernen oder sollte man lernen in jungen Jahren, einfach durch Kosten, wiederholtes Kosten und Kennenlernen von anderen Geschichten, dass sich das Spektrum einfach erweitert. Und ich lerne das, was ich lerne und das übernehme ich dann. Und diese Muster sind ganz wichtige Entscheidungsprozesse, an die ich mich immer wieder erinnere. Und wenn ich mich jetzt nur erinnere, dass süß toll ist und dass ich das extrem brauche, dann habe ich ein Problem, weil dann werde ich ständig hadern mit irgendwas anderem oder auf irgendwas anderes umzusteigen, weil ich das nie gelernt habe. Und deshalb wäre es eben noch einmal so wichtig, dass man eben versucht, ein Stückchen immer von diesem extrem süß wegzukommen und dass man andere Geschmacksrichtungen wie ein bisschen säuerlich, ein bisschen bitter oder eben so Kombinationen einfach auch mag und ja, mögen lernt. Weil von Natur aus haben wir es leider nicht in uns. Also wir haben es in uns, aber wir müssen es erst lernen. War das verständlich? Ich glaube schon, also für mich schon. Nadine, ja, total, danke. Super. Wenn ihr Fragen, Statements habt, rein in den Chat bitte damit oder einfach ja, das Video an und
Oder nur das Mikro aufdrehen geht ja auch. Also wir brauchen oder nicht nur das Gewicht. Mikro. Ihr dürft auch gerne nur reden mit uns. Genau. Was vielleicht der Vergleich da auch ist. Also eine Frage zu formulieren. Ich hätte sonst nur wieder eine Frage, wenn keine kommt, aber es sind zwei Fragen. Eigentlich eine, die so nebenbei, aber die interessiert mich jetzt trotzdem. Wie lange gibt es einen Energy Drink schon? Boah, ich glaube, wie lange gibt es die schon? Also es hat auf den Markt gekommen, zumindest europäischer Markt. Geben wird es diese Getränke schon ja, sehr, sehr lang. Bei den indigenen Völkern waren eben Getränke mit Kolanuss oder eben Mate-Extrakte und so weiter. Die haben eigentlich ja schon seit jeher geschichtlich. Nur die große Vermarktung, kann man sagen, ist Red Bull in den 80er Jahren gelungen mit diesem Getränk. Okay, super. Das war für mich nicht mehr eine Frage, das ist mir aufgepoppt, ganz am Anfang. Wann gibt es das? Danke. Und dann eine Frage für mich. Ah, da kommt wieder eine von der Bettina. Meine kann später dann gestellt werden. Die Bettina auch vom Jugendzentrum. Gibt es jugendgerechte Gegenkampagnen bzw. Initiativen, Aufklärungen zu Energy Drinks? Muss ich gestehen, mir ist leider derzeit keine große bekannt. Also es gibt immer wieder von SipCan eben so Initiativen, wo sie versuchen, auf Wasser trinken oder eben auf dieses aromatisierte Wasser, wo sie sich selber quasi bunte Wassermischungen machen mit eben Früchten drinnen, mit Obst drinnen, mit verschiedenen anderen Inhaltsstoffen. Aber vergleichbar mit Energy Drinks würde ich fast sagen, nein, weil sie wissen leider wirklich, was sie tun, diese Industrie, und da steckt so viel Geld dahinter und Markt dahinter, dass es da leider vergleichbar ist. Ich wüsste jetzt nicht, was da vergleichbar in diesem Rahmen ist. Und es ist ja auch egal, wohin man blickt, kaum eine Sportveranstaltung, wo nicht der eine oder andere Energy-Drink-Hersteller auf den Werbebannern mit oben ist. Also egal, ob bei den French Open, wo Red Bull am Ärmel oben steckt oder eben ja, Motorsport oder ja, jedes große Event hat mindestens einen Energy Drink Hersteller als Sponsor im Hintergrund. Also ja, schwieriges Thema. Bin offen für Ideen von eurer Seite vielleicht, wie man das angehen könnte. Wir haben bei Jugendlichen vielleicht so zwei Ankerpunkte entdeckt. Sie werden ja immer sensibler im Thema Waste und Umweltbewusstsein. Da einerseits Energy Drinks sind ja in Dosen oder eben in Plastikgebinden, dass man da vielleicht, haben wir doch schon einige Jugendliche, die dafür sensibler sind und die sagen, ja, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Geschichte. Es gibt ja schon eben Tee-Extrakte und andere, sage ich jetzt mal, Energy Drinks, die ökologischer verpackt sind, sagen wir mal so. Da kann man sich ein bisschen nehmen, da sind manche sensibel. Und der Preis natürlich auch. Also Energy Drinks sind sie sind leider günstiger geworden, als sie schon waren, aber sie sind noch nach wie vor preislich schon auch, die meisten zumindest namhaften Hersteller, preislich schon höher angesiedelt. Und da kann man auch noch versuchen, sie über den Preis einfach zu nehmen, ob es wirklich so schlau ist, so viel Geld da hinein zu investieren, vielleicht nutzt es für andere Hobbys. Also da könnte man sonst noch versuchen, ein bisschen zu erwirken. Weil gesunde Ernährung ist in dem Alter ja unsexy und noch nicht so spannend oder greifend. Ja. Gibt es von eurer Seite vielleicht Erfahrungen, wo ihr gesagt habt, da ist es euch schon gelungen oder da habt ihr schon gesehen, das könnte ein Ansatzpunkt sein, um die Energy Drinks so ein bisschen nicht mehr so spannend zu machen für Jugendliche? Ist euch da schon was begegnet? Da wäre ich noch interessiert oder vielleicht Erfahrungsaustausch. Na? Ist aber auch schwierig. Vielleicht wird ja gerade getippt, man weiß nicht, also warten wir ein bisschen. Vielleicht kommt ja irgendwas in den Chat. Es wäre eigentlich spannender, ich weiß nicht, in euren Einrichtungen, wo ihr seid, gibt es da Energy Drinks? Also kann man sie bei euch kaufen oder kann man sie, also ist es in dem Sortiment, weil Jugendliche würden das ja wahrscheinlich gerne immer konsumieren. Und aber ich schätze mal, dass es bei euch nicht im Sortiment sind zum Kaufen. Aber
Na, dabei. Doch, warte mal. Es gibt ja auch aufputschende Smoothies mit Guarana, genau, und so weiter. Aber die, genau, sind wirklich gute Alternativen. Ah, was? Aber sie sind die wirklich, was? Sie sind die wirklich eine gute Alternative aufgrund des Zuckergehalts. Wie schaut das da aus, wenn ich da Smoothies mit Guarana? Also, ist mir immer besser. Das ist aber so, sie kommen oft nahe die Smoothies, vor allem den Zuckergehalten aus der Dose, sage ich jetzt einmal. Aber man könnte da ein bisschen einfach auch argumentieren und sagen, okay, dann habe ich zumindest Früchte noch mit drinnen, die ganz wichtige Begleitstoffe auch mit drinnen haben. Ich habe Ballaststoffe bei den Smoothies mit drinnen. Ich habe andere Mineralstoffe drinnen, wie sie einfach in Obst und Gemüse mit drinnen sind. Ich habe zwar auch diese aufputschende Wirkung und den Zucker, aber es ist zumindest eine natürliche Mischung an Zucker, wie ich sie im Apfel auch drinnen habe, eben aus Fruchtzucker, aus anderen Zuckern und so weiter. Und nicht nur dieser isolierte Zucker wirklich, oder diesen isolierten Einfachzucker, der wirklich ins Blut schießt und dann aber auch genauso schnell wieder weg ist und dann eben für dieses Leistungstief nach dem Zuckerkonsum verantwortlich ist, weil der ja meistens bedingt, dass dann die nächste Dose quasi aufgemacht wird oder das nächste Snacking stattfindet, weil eben dieser Zuckerabsturz eben dieses gefühlte Leistungstief wieder macht. Und wenn die Zuckerkurve steil nach oben geht, geht der Absturz auch steil nach unten und dieses gefühlte Leistungseinbrechen ist da viel größer, als wenn ich eben einen Zucker habe, der sich langsam im Blut aufbaut. Und bei den Smoothies ist es wesentlich langsamer, dieser Zuckeranstieg. Ja, dann vielleicht noch eine Frage von mir. 2018 hat es in Großbritannien das Verbot, oder gibt es nach wie vor ein Verbot für Energy Drinks für Jugendliche gegeben? Haben sie durchgebracht oder durchgeboxt? Wie steht ihr dazu? Würdet ihr euch das wünschen? Glaubt ihr, dass das was bringt? Ein Verbot von Energy Drinks für Jugendliche in Österreich? Oder wie steht ihr dazu? Verbote sind ja auch so eine zweigleisige Geschichte. Sie machen es oft noch interessanter, weil es verboten ist und ein bisschen mystisch auch noch anhaucht das Thema. Glaubt ihr, dass das wirklich zu einem nachhaltigen, ja, weniger Konsum, Einbruch dieses Marktes führen würde? Dass man wirklich sagen, gesundheitlich könnte man da Zeichen setzen, wenn man da wirklich ein Verbot politisch auch erwirkt oder den Markt reglementiert? Genau, massiv teurer werden. So, jetzt kommt alle möglichen Statements. So, also, Eistee, das stimmt. Genau, dann trinken sie halt wieder Cola und Eistee. Teurer machen würde eventuell helfen. Ja. Hallo, aber immer wieder hören. Dann wieder Prestige. Ich kann es mir leisten. Mhm. Das ist jetzt oft auch schon so. Ich kann es mir leisten, Red Bull zu trinken, den teuren Energy Drink zu trinken. Ja, es ist schwierig. Wir haben diskutiert eben rund um dieses Verbot 2018 und wir sind eigentlich aus der Gesundheitsförderungssicht zu dem Entschluss gekommen. Man kann natürlich die politische Meinung oder den Wunsch dahinter verstehen zu einer schnellen Lösung, die dann hoffentlich wirkt. Aber wir wissen auch in der Gesundheitsförderung, dass diese schnellen, drastischen Schritte oft halt leider nicht nachhaltig wirken. Und wir haben einfach eher dazu tendiert oder plädiert dafür, dass man versucht, Alternativen attraktiver zu machen, indem es zum Beispiel für Smoothies oder für diese anderen Erfrischungsgetränke, sage ich jetzt einmal, dass es da entweder preisliche Anreize gibt, dass die sehr günstig sind, dass die sehr zugänglich sind, eben in Jugendeinrichtungen oder auch in Geschäften, dass nicht man, wenn man zur Kasse geht, am Red Bull-Regal vorbeigeht, sondern an diesen Smoothie-Regalen vorbeigeht oder dass eben die Kühlvitrine nicht, wie auf meinem Foto, zu 2/3 voll ist mit diesen bunten, grellen Drinks, sondern eben mit den gesünderen Alternativen, dass man da versucht, das über die Anreize zu schaffen. Das ist zwar der längere Weg, der viel, viel mehr Atem braucht, aber ich glaube, ihr setzt es ja auch immer wieder. Das ist der Weg, der, wenn er gelingt, einfach nachhaltiger ist und der dann wirklich auch funktioniert und langfristig etwas ändern kann.
weil diese kurzfristigen Geschichten oft so ein Aufflammen sind, aber genauso schnell geht das Feuer auch wieder aus, wenn dieser Input weg ist. Die schreiben auch zum Beispiel, es ist so, dass die gesunden Smoothies, die sind einfach viel teurer als diese Fake Red Bulls um 40 Cent. Genau. Also ich würde es toll finden, wenn es da solche Initiativen gibt, dass zum Beispiel der Frühstücksmoothie um 50 Cent erhältlich ist. Oder wirklich nicht nur gleich teuer, sondern viel günstiger einfach zur Verfügung steht, weil der genauso quietschebunt sein kann und genauso gut vermarktet werden kann, aber derzeit eben noch auch wenig Interesse einfach dahinter steht, das gleichwertig zu vermarkten und zu positionieren. Und deshalb das Potenzial, glaube ich, noch lange nicht ausgeschöpft ist von diesen gesunden Alternativen. Und ich würde mir wünschen, dass da in diese Richtung einfach noch mehr passiert. Genau, die Steffi schreibt zum Beispiel, sie sieht da so, dass man definitiv am Marketing arbeiten müsste, weil ihre Jugendlichen jetzt anstatt Red Bull dieses Desire trinken. Und da sind sehr coole Sportler, die da gesponsert werden von Desire und die sind halt dann das Vorbild. Und da trinkt man das. Ne? Genau. Also an diesem positiven Verführen müssten die gesünderen Getränke oder auch Lebensmittel einfach noch ein bisschen sich was abschauen, sage ich jetzt einmal, von den ungesunden Platzhirschen, weil wir ganz viel über Verführen einfach machen können. Das positive Verführen, sage ich jetzt einmal, wenn ich das Wort in den Mund nehmen darf, muss uns einfach noch ein bisschen mehr gelingen und besser gelingen, dass wir da mitziehen können mit den Großen. Aber ich glaube, wenn alle an einem Strang ziehen, ist es absolut möglich. Gut. Gibt es von eurer Seite sonst noch Fragen rund um die Energy Drinks? Wie schmecken sie euch? Gibt es da eine Bewertung? Weil rein der Geschmack, finde ich, kann es nicht sein. Der ist süß, mit Kaugummi manchmal ein bisschen, aber Gummibärli-Saft. Gummibärli-Saft, ja. Wobei, das ist schon wieder nett irgendwie, das ist schon wieder süß. Aber sonst grauslich. Dann, ehrlich gesagt, steht ziemlich auf Red Bull. Ja, mein Ansatzpunkt ist sonst auch noch mit meinen Schülern. Ich habe ja meistens ein bisschen jüngere Schüler, aber die gerade so an dem Experimentieren zum Red Bull oder zum Energy Drink sind, also so Ende Volksschule, Anfang NMS, denen empfehle ich halt immer, wenn sie es schon kosten müssen, dann vielleicht nicht als Frühstücksersatz oder als Vormittagsjausenersatz, weil ich finde, aus gesundheitlicher Sicht, das Frühstück ist einfach eine wichtige Mahlzeit am Tag, die unseren Kreislauf auf gesunde Weise in Schwung bringen sollte. Und wenn ich da in der Früh schon mit sowas hineinfahre, das wirbelt nicht nur meinen ganzen Tag durcheinander, sondern das macht auch in der Schule oft einen entscheidenden Unterschied, weil wir wissen so schon, es fällt Kindern schwer, still zu sitzen. Und wenn sie jetzt aber noch einmal so einen richtigen Energieschub kriegen, wo wir als Erwachsene dann eigentlich schon unsere Energie abbauen müssen und dann sollen sie 4 oder 6 Stunden still sitzen und aufmerksam zuhören in der Schule, das kann nicht funktionieren. Und da sage ich immer, macht sich selber einen Gefallen und wenn es sein muss, dann von mir aus eher nach dem Mittagessen oder am Nachmittag einmal, wenn ihr es gar nicht lassen könnt, aber bitte, bitte, bitte nicht in der Früh und schon gar nicht als Frühstücksersatz. Also das könnte vielleicht so ein erster Schritt auch noch sein, wo wir ein bisschen, ein Stück weit einfach für die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ein bisschen den ersten Schritt einfach ersetzen können, weil ich glaube, dass man sie ganz wegbringen von einem Energy Drinks in so kurzer Zeit, das wird uns nicht gelingen, aber vielleicht gelingt uns dieser erste Schritt einmal und der wäre auch schon ganz super. Gut. Habt ihr noch Tipps und Tricks, wo ihr sagt, das ist euch schon gelungen bei Energy Drinks und euren Jugendlichen, Alternativen, Verkaufsargumente für andere Geschichten? Also die Smoothies haben wir gehört, sind eine gute Geschichte.
Ich würde es zum Beispiel lustig finden, einfach einmal Energy Drink Marketing mit Jugendlichen zu machen, aber wo dann die Wahrheit draufsteht, gell? Also zum Beispiel also Marketing dann in einer anderen Art und Weise. Oder man erfindet irgendeinen voll coolen Smoothie oder irgendwas, was jetzt nicht so schädlich ist und benennt das ganz neu und macht eine eigene Marketingstrategie mit den Jugendlichen. Und wie würden Sie das verkaufen und wie kann man das machen, zum Beispiel als Workshop oder so? Ja. Ja. Was fällt euch noch ein? Rein in den Chat. Ihr habt noch Zeit, wir sind 9:55. Also wenn was brennt ja. Noch unter euren Nägeln oder Fragen, dann bitte gerne. Weil sonst. Genau. Es ist ja so, dass wir von der Sabine auch einen Unterlagen erhalten werden. Gell? Das heißt, wir dürfen die dir auch dann auch schicken. Sollten, weil manchmal ist es ja so, dass man. Weiß nicht, einen halben Tag später kommt man drauf, dass man dann eine Frage hat. Ja. Darf man sie dir auch diese stellen oder ist das irgendwie... Ja. Also ich schicke dir natürlich von meiner offiziellen E-Mail-Adresse und dann schickst du die einfach weiter, gerne die Teilnehmer. Ihr könnt sie mir dann einfach schreiben oder super. Mich dann anrufen im Büro, wenn ihr wollt, wenn ihr eine Frage dazu habt. Absolut. Okay. Dankeschön. Was wir gerne machen mit unseren Jugendlichen, sind so Zuckerworkshops, wo wir einfach Energy Drinks nachbauen, indem wir einfach eine leere Wasserflasche, also eine Mineralwasserflasche nehmen, dann mischen wir mal den Zucker rein, dann dürfen sie kosten, dann mischen wir die Säure rein, dann dürfen sie kosten, dann tun wir ein paar Farbstoffe dazu und so quasi, Koffein natürlich nicht, aber alles andere und baut euch einmal zusammen und dann sagt ganz objektiv, wenn ihr die Werbung jetzt ausblendet, weil da habt ihr ja keine dabei, schmeckt euch das wirklich? Und da sind sie meistens relativ schockiert, wie grauslich das alles schmeckt, wenn man versucht, sich dann eine Cola oder Fanta eben selber zusammenzumischen. Und dann kommen sie drauf, dass eigentlich wirklich das Werbeimage das ist, warum wir das dann auch wirklich trinken und nicht die Inhaltsstoffe, die drin sind. Und das ist wirklich ganz toll. Die Bettina fragt, kann man diese Zuckerworkshops buchen? Und wenn ja, wo und wie viel kosten wir? Das interessiert mich. Ganz normal bei Styrovitalis Kosten sind natürlich immer je nachdem, wie weit ihr weg seid, weil die Fahrtkosten halt bei uns dazukommen. Es gibt aber, wenn ihr euch zum Thema Essen und Trinken beschäftigen wollt, jährlich diese gemeinsam gesund genießen Förderungen. Kennt ihr die? Da kann man recht kostengünstig Förderungen beantragen und dann kann man unter anderem auch solche Workshops buchen für seine Jugendlichen. Die fallen dann damit rein. Die nächste Förderperiode geht im Februar wieder auf. Da kann man 600 oder 1000 Euro beantragen. Und wenn ihr Interesse habt, dann bitte gerne einfach mal bei uns melden. Und dann können wir das gemeinsam machen. Das geht einfach und unkompliziert. Und wir schauen uns dann eben Jause oder Mittagessen mit euch gemeinsam an und können dann so einen Workshop auch noch umsetzen. Dann können Sie es vielleicht sogar nicht nur kostengünstig, sondern oft auch ganz kostenlos durchführen. Also, das heißt, wie gemeinsam gesund genießen Förderung? Genau. Okay, ich schreibe es in den Chat rein. Die sind vom Gesundheitsfonds. Heuer ist eben schon abgelaufen. Sie sind jetzt gerade in der Umsetzung und mit Februar geht immer der neue Topf auf mit den Förderungen. Okay, das wäre super, wenn du mir diesen Link auch dann mitschickst, vielleicht von dem, weil dann schicke ich das dann auch mit den Teilnahmebestätigungen, mit dem Skript weiter. Das wäre super, weil vielleicht sind ja manche interessiert an sowas und würden da gerne mitmachen. Oder so einen Zuckerworkshop halt umsetzen mit den Jugendlichen. Genau. Geschmacksworkshop. Ja, super, würde mich freuen. So. Gibt es noch Fragen? Habt ihr noch Wünsche, Anregungen, dann bitte rein in den Chat mit euren Fragen, Wünschen, Anregungen. Und ansonsten, es kommen schon, vielen Dankeschön. Dank. Nachdem es eines von meinen wenigen Seminaren war, Anregungen vielleicht an mich, was kann man besser, anders, toller machen? Ich bin ein bisschen noch unerfahren auf dem Gebiet, also bitte gerne auch konstruktive Kritik äußern. Und bis jetzt bekommst du nur Dankeschön. Danke, super, vielen Dank. Dankeschön. Supi. Okay, ich beende nur die Aufzeichnung einmal.